Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, Sie könnten mal einen sinnvollen Beitrag zur Reduzierung von Befristungen leisten. Wir haben einen Bereich auch im Land, wo wir 90% der Beschäftigungsverhältnisse befristet haben. Das ist der Hochschulbereich. Da muss man natürlich genau hingucken, weil es dann unter anderem auch Qualifizierungsphasen betrifft, Doktorantinnen und Doktoranden zum Beispiel. Aber wir haben auch viele dauerhaft Angestellte dort, beispielsweise in den Verwaltung der Hochschule, die darauf warten und seit Jahren darauf warten, auch aus diesem Bundesland darauf warten, dass die Bundesratsinitiative, die wir gestartet haben zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass die nicht länger von der CDU im Deutschen Bundestag blockiert wird, meine Damen und Herren. Fangen wir doch mal da an, wenn es Ihnen ernst ist, wenn es um die Reduktion von Befristungen geht. Und dann diese 50 zusätzlichen Stellen bei der Finanzverwaltung, wo Ihre Leute in Berlin dann auch noch von einem nicht geringen Fernsehpublikum offenbaren, dass sie vom öffentlichen Dienst und dem Zugang zum öffentlichen Dienst überhaupt keine Ahnung haben. Die Ministerpräsidentin hat das völlig zu Recht hat das auch in dieser erwähnten Sendung gesagt, meine Damen und Herren. Das ist nun wirklich der Wahnsinn in Tüten, was Sie hier aufführen, um die 50 Angestellten, die unsere Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte entlasten sollen. Wir hatten hier vor ziemlich genau einem Jahr eine Debatte, wo die Piraten zusätzliche Betriebsprüferinnen beantragt haben. Wir haben in der Finanzverwaltung inzwischen 1.100 zusätzliche Stellen und wir haben auch die Anzahl der Betriebsprüferinnen deutlich angehoben. Wir wissen aber auch, dass wir es bei der Finanzverwaltung mit sehr hohen, sehr stark steigenden Pensionierungszahlen zu tun haben. Wenn wir 2010 von 7.000 Pensionierungen im Jahr hatten, wird das ansteigen bis ins Jahr 2020 auf fast 10.000 im Jahr. Das heißt, unsere Forderung, die wir nach wie vor aufrechterhalten als Grüne, 2.000 zusätzliche Stellen bei der Finanzverwaltung, da haben wir damals hier auch vom Pult gesagt und haben das dann auch im Dialog mit den Gewerkschaften durchgesetzt, dass auch Tarifbeschäftigte unsere Finanzbeamtinnen entlasten. So, jetzt sind 50 Stellen übrigens, ich glaube, zu 100% inzwischen besetzt. Da kann der Finanzminister gleich sagen, weil das Thema hatten wir ja heute auch schon. Jetzt sind diese 50 Stellen da. Es wird begrüßt von der Deutschen Steuergewerkschaft, auch von Verdi. Und wie kriegen wir das dann hin, die in die Laufbahn zu bekommen? Indem die eine halbjährige Probezeit haben und wenn die Personen, die sich dort jetzt gefunden haben, sich bewähren, eine halbjährige Qualifizierungsphase bekommen, um, wenn sie aus nahen Berufsfeldern kommen, die Steuerverwaltung dann auch zu entlasten und in den öffentlichen Dienst bei der Finanzverwaltung eintreten. Und da wollen Sie ernsthaft behaupten, dass das ein Beleg dafür wäre, dass wir es gar nicht ernst meinen mit Befristungen. Ist denn jetzt Ihre Forderung, dass wir diese 50 Stellen nicht schaffen? Oder wie, was wollen Sie jetzt? Das müssen Sie hier mal klar sagen, weil ich verstehe es nicht, was Sie da für einen Popanz aufführen. Sie sollten mit uns gemeinsam, wie es eigentlich auch im Ausschuss diskutiert wurde, die Verbesserung bei der Finanzverwaltung eigentlich begrüßen. Das ist ein wichtiger Schritt, meine Damen und Herren. Und ich bin dafür, dass wir, egal wie der neue Landtag zusammengesetzt ist nach dem 14. Mai, aussuchen, dass wir solche Wege in den öffentlichen Dienst hinein auch flexibler machen, dass wir auch das Dienstrecht flexibler machen, um gut qualifizierte Leute, die entweder schon mal im Landesdienst waren oder wieder in den Landesdienst waren und zurück wollen oder aber die in den Landesdienst eintreten wollen mit anderen Qualifikationen, dass man denen den Weg auch öffnet. Und da müssen wir flexibler werden, da müssen wir auch über das Eintrittsalter, da müssen wir auch über Verbeamtung reden. Das wird sicherlich ein großer Prozess. Aber hören Sie auf hier, das zeigt ja auch Ihre Verzweiflung, hören Sie auf hier, sinnvolle Maßnahmen zu diskreditieren, wo die Gewerkschaften, wo die Finanzverwaltung selber sagt, das ist gut, wie er das macht. Es zeigt, wie gesagt, wie verzweifelt Sie sind. Wir sollten uns hier wirklich den wichtigen Sachthemen widmen und in einem Bereich, in einem Landesbereich, wo 90% Befristung sind, wo wir auf Bundesebene, auf Bundesregelungen angewiesen sind, wo Sie dann, wenn es darauf ankommt, blockieren. Das wäre mal ein wichtiger Beitrag hier zur Debatte. Und wenn Sie das machen, dann würden wir das hier auch begrüßen. Sie haben noch Zeit bis September. Der Antrag aus diesem Bundesland im Bundesrat ist gestellt. Die grüne Bundestagsfraktion hat das mehrfach beantragt. Lassen Sie uns jetzt endlich machen. Geben Sie Ihre Blockadehaltung auf und sorgen wir für bessere Arbeitsbedingungen und für eine Attraktivierung auch an unseren Hochschulen, meine Damen und Herren. Vielen Dank.